Ich wähle. Je flacher die Tiefe hier ist, desto weniger Bouquet kriegt ihr. Ist ja logisch. Ja? Wollt ihr draußen dieses Perlbouquet haben, zum Beispiel im Gegenlicht, braucht ihr Räume. Es geht nicht auf 3 Meter, da braucht ihr hinten 100 Meter, wo die Sonne ins Meer geht wegen mir. Dann kriegt ihr dieses Perlbouquet. Ja, und das würde ich euch empfehlen. Hat jeder hier ein Bild gemacht? Noch nicht jemand? Alle durch, dann müsste ich von jedem ganz kurz ein Bildchen sehen, damit ich auch Kritik geben kann. Best of the day. Ist oben zu viel Raum, sonst ist es nicht. Ja. Ich bin jetzt nicht näher rangekommen da oben. Da muss man näher ran. Das ist gut, gefällt mir, sagen wir. Jawohl, perfekt, sehr gut gelungen. Ja. Gehört ja auch dazu. Gut. Ja. Das ist mir hinten einfach schneidend. Das ist gut gewählt. Aber das ist ein Schuh. Zu stark in der Mitte. Das Bild ist zu stark in der Mitte. Wenn ja. Du verlierst dadurch eins. Der große Schritt, das muss ja nicht sein. Das ist ja so egal. Aber du verlierst eins, du kriegst keine Bildtiefe. Das Auge geht in beide Richtungen in das Licht. Das ist too much. Hast du eine Richtung im goldenen Schnitt, der nach innen führt, dann ist es so, dass man sie ganz eklatant kaufen muss. In beide Seiten. Dann kommt sie nicht mehr raus. Das ist ja unser wichtigster Punkt heute, wo wir rausheben. Ziehen wir am nächsten Start. Wir legen jetzt mal die Jan Wieder.